Gemeinde Sissach hat im Jahr 2010 ganz in der Nähe vom Dorf am Hügelburger Rhein eine Weiheranlage gebaut, sogenannte Reusli-Biotop. Für die Bevölkerung ist es ein Naturschauplatz quasi vor der Haustüre, wie der Gemeindepräsident Peter Bauser sagt. Das ist vor allem ein Ort zum Beobachten, oder? Zum mit den Kindern oder mit den Familien hingehen und schauen, was lebt oder was gibt's alles da. Und man sieht ja hier auch ganz gut die Entwicklung von so diesen Lebewesen und natürlich auch von der Pflanzenwelt. Oder? Also die einfachsten, die man immer sieht, sind Libellen und so, die immer über das Wasser fliegen und auch Wasserläufer. Das ist das Erste, was man gerade sofort sieht, wenn man ein bisschen mehr Geduld hat. Im Frühling natürlich dann der Froschleich und die Kelkquappen. Und natürlich auch die Frösche in der Laichzeit. Die sehen natürlich auch, wenn sie hier hinlaufen, bewegt sich das immer etwas. Und auch wenn man tief schaut, sehen sie auch die Mölche. Und natürlich auch im Sommer die verschiedensten Sommervögelarten an den blühenden Stauden und Sträuchern, die sie hier haben. Rund ums Rösli-Biotop wächst auch ganz besondere Pflanze, der Pyrenäen-Milchstern. Dass er nördlich von den Alpen wächst, ist sehr selten. Der Pyrenäen-Milchstern, er wird umgangssprachlich auch als Waldspargel bezeichnet, ist ein Zwiebelengewächs. Und dass diese Zwiebel den Weg hierher gefunden hat, hat sie Ursprung im Mittelalter, wie der Tom Wernli von der Arbeitsgemeinschaft für Natur- und Heimatschutz Sissach weiss. Ja, also da oben war ja eine Burganlage, also eine Festige grosse. Denn die Hänge hier sind beweidet worden. Und man hat dann die Zwiebeln eigentlich hergebracht, zum Beispiel als Heilpflanze oder als Zierpflanze, und hat die im Burggarten angepflanzt. Und die haben sich dann hier verwildert, oder? Und das ist immer noch jetzt übrig geblieben hier. Es ist ein erfreuliches Überbleibsel, weil der Pyrenäen-Milchstern wächst in der Schweiz sonst nur im Tessin, im Wallis und im südlichen Jura. Im Baselbiet gibt es ihn auf der Rheinacher Heide und eben in Sissach. Ja, also die Wachstumbedingungen sind offenbar sehr gut für ihn. Es ist eigentlich eine wärmeliebende Pflanze, aber auch eher in den feuchten Mischlaubwäldern, oder? Ist seine Heimat. Also so. Und die Bedingungen hat es hier natürlich. Es ist nicht zu trocken. Und ja, es gefällt ihm hier, hat sich vermehrt. Und es sind doch ein paar tausend Pflanzen, die wir hier haben. Damit der Pyrenäen-Milchstern genug Licht hat zum Wachsen, rotet die Arbeitsgemeinschaft für Natur- und Heimatschutz zusammen mit dem Forstbetrieb Sissach jeweils Anfang Winter das Unterholz und schafft so ideale Bedingungen, damit er auch im Jahr darauf, im Mai und im Juni, wieder blühen kann. Wenn er dann blüht, dann haben wir hier einen Tipp für Sie. Gehen Sie gleich schauen. Er blüht nur 4 bis 6 Wochen und das haben ihn in Sissach nicht nur die Menschen gern. Ja, ich habe beobachtet, dass immer wieder Rehe hier in diesem Gebiet sind und dann die Blüten abfressen. Also das ist vermutlich etwas, was sie gerne haben. Und dann kommen natürlich die Schnecken dazu. Oder? Also die Schnecken haben es auch verrückt gerne und fressen ihn ab. Oder?